draußen an den Internetempfangsgeräten und willkommen zurück zu Stefans Bilderwelt. Heute wieder ein Motion 5 Tutorial. Diesmal soll es in die Kameraeinstellung reingehen, das heißt die künstliche Kamera in Motion 5. Die wird dann interessant, wenn ihr zum Beispiel eine Diashow machen wollt und einfach ja, ein bisschen mehr Spannung reinbringen wollt in das Ganze, ein bisschen mehr Abwechslung. Funktioniert aber natürlich auch für diejenigen von euch, die gern mit 3D arbeiten oder einfach in ihren Videoclips ein bisschen mehr Kamerabewegung reinbringen wollen. Okay, ist ein relativ kurzes Tutorial, aber ich finde ein ja, doch recht wichtiges. Vor allen Dingen spielt man mit den ganzen Kameraeinstellungen rum, danach in Motion 5, und ihr werdet sehen, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Okay, machen wir nicht lang rum. Los geht's. Und ach so, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden und ja, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Also, los geht's. Okay, in Motion 5 habe ich mir ein Hintergrundbild geöffnet, irgendeins, gerade egal, das ganze Projekt hier ist 10 Sekunden lang. Die Länge bleibt natürlich euch überlassen. Wenn ich hier auf die Kamera drücke, kann ich zum 3D-Modus wechseln. Und jetzt habe ich eben diese Kamera hier. Jetzt suche ich mir den Punkt, wo ich möchte, dass die Kamera aufhört aufzunehmen. Klicke also hier in das Zeitfenster, gebe 4 Punkte ein für 4 Sekunden und drücke O, um eben hier einzukürzen. In den Informationen gehe ich auf die Eigenschaften und jetzt möchte ich Keyframes setzen. Das heißt, ich suche mir einen Punkt aus, also Position und Rotation, wo ich eben möchte, dass die Kamera Fahrt beginnt. Ja, ich kann jetzt also hier einmal drehen im 3D-Raum und das ganze Bild auch im 3D-Raum versetzen. Und das jeweils mit dem Blick durch die aktive Kamera. Und dabei ist zu bedenken, dass immer die Kamera, also wir werden jetzt noch eine dazu fügen, immer die Kamera, die oben ist, ist die Kamera, die ich auch im Bild sehe, also im Viewer dann hier erkennen kann. Also wie gesagt, wir suchen uns jetzt hier einen Punkt aus, wo wir sagen, das passt. Und dann gehen wir ans Ende der Timeline oder dieser Kamera in dem Moment und suchen den Endpunkt. Die Punkte dazwischen, das macht Motion 5 für euch, braucht euch nicht drum zu kümmern. Die Fortgeschrittenen unter euch können jetzt dann auch noch unter den Keyframes-Einstellungen dann entsprechend linear und ähnliche Dinge einstellen. Hier in dem Flying HUD, also in dem fliegenden Menü, kann ich jetzt dieselben gleichen oder die gleichen Einstellungen vornehmen. Ja, das bleibt euch überlassen, was euch da leichter fällt. Ab und zu ist es leichter, das im Hauptmenü zu machen und ab und zu hier. Also, wenn ich den Punkt hier gefunden habe, dann kann ich eine Sekunde vorspringen. Das kann ich entweder so machen oder mit meinen kleinen Falltasten. Springe also auf 4.1, drücke wieder die Kamera und drücke diesmal aber I, damit der Endpunkt gesetzt wird. Und jetzt könnt ihr entscheiden, reicht es, zwei Kameras oder ihr wollt noch eine dritte, dann würde ich jetzt einfach noch hinterfahren und den Outpunkt setzen. Auch hier gehe ich wieder auf die Eigenschaften, setze ein Keyframe für die Position. Ja, ich kann jetzt hier erstmal die Parameter zurücksetzen. Dadurch habe ich wieder das untere Ausgangsbild. Ja, das war ja das erste Bild, die erste Fahrt. Und jetzt habe ich wieder das Ausgangsbild, also so wie es da stand. Wenn ich die Parameter nicht zurücksetze, das habe ich mit Rechtsklick gemacht, wenn ich die Parameter nicht zurücksetze, starte ich im Prinzip am Endpunkt der vorhergehenden Kamera, meine Güte, der vorhergehenden Kamera. So, und das Schöne ist jetzt, dadurch, dass ich mehrere Kameras einsetzen kann, brauche ich nicht immer das Bild neu einsetzen, sondern kann hier ja im Prinzip relativ schnell in dieser einen Timeline mit mehreren Kameras verschiedene Blickwinkel aufnehmen. Ja, und das kann, wenn man eben eine, ja, eine Diashow macht oder ähnliches, dann doch ein bisschen Abwechslung reinbringen oder ja, einfach auch die Möglichkeit geben, mal auf ganz bestimmte Bereiche zu zielen, mal wieder rauszufahren. Also wirklich probiert es hier aus. Wie gesagt, dieses Tutorial soll euch ein bisschen Ideen geben oder auch den Mut geben, mal mit der Kamera hier rumzuspielen und einfach mal alles Mögliche auszuprobieren. Ja, und da kann ich jetzt, wenn ich ja, hier nur noch mit einer zweiten Kamera arbeite, auch hingehen
und sagen, okay, ich setze mir mehrere Keyframes, fahre also öfters über das Bild rüber. Das hatten wir mal in einem anderen Tutorial auch. Also hier kann ich wirklich eine Kamera nach der anderen setzen. Könnte jetzt über diese zwei Kameras in der Mitte nochmal eine Kamera setzen, damit ich einen Sprung habe auf was ganz anderes. Könnte Bilder auf dem 3D-Streifen hier hintereinander setzen und dann auch verschieden hineinzoomen. Also, ihr seht viele Möglichkeiten. Ich spiele hier noch ein bisschen rum. Probiert es aus mit der Kamera. Postet wie immer eure Ergebnisse. Würde mich freuen zu sehen, was ihr so macht. Vielleicht kriege ich auch wieder die ein oder andere Idee dazu. Also gut, vielen Dank und tschüss.